Alles willkommen zu einem Video, mit diesmal ein What's Immer Back, und zwar Schule, Uni-Edition, und wir fangen jetzt auch direkt an. Und für mich fängt jetzt übrigens die Uni an. Ich werde erstmal nicht sagen, was ich studiere und wo ich studiere. Vielleicht haben es einige schon mitbekommen, oder wenn die Leute am gleichen Ort wie ich studieren, dann wissen die auch wahrscheinlich, wo und was ich studiere. Aber schreibt es vielleicht einfach nicht in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch immer gerne auf Insta schreiben, wenn ihr wollt. Da bin ich noch ein bisschen offener. Und ja, bei mir beginnen jetzt schon bald die Vorlesungen. Ich bin sehr gespannt und ich zeige euch jetzt, was so alles in meiner Tasche drin ist. Und als erstes fangen wir mit der Tasche an. Die ist leider noch nicht da. Ich habe die nämlich zu spät bestellt und die kommt erst am Montag an. Also in 2 Tagen bei mir. Deswegen blende mal kurz ein Bild ein. Ich habe halt nach einer Tasche gesucht, die vielleicht möglichst wasserdicht ist. Es steht in der Beschreibung auch drin, wird nicht ganz wasserdicht sein, aber halt so, dass es dann funktioniert, wenn es ein bisschen regnet irgendwie, weil ich ja noch hinlaufen muss. Und deswegen war mir das ganz wichtig. Also normalerweise benutze ich halt immer hier so diesen Beutel. Ich liebe den. Den habe ich übrigens von meiner ersten Kooperation bekommen. Also diesen hier. Und ich finde halt total cool, aber es ist halt nur so ein Beutel und mit Wasserflasche und iPad und allem drum und dran nicht so praktisch. Deswegen habe ich mir die nochmal bestellt. Und dann kommen wir zur nächsten Sache, und zwar sind das Planer. Da benutze ich die von Lebenskompass. Gibt es einmal für die Schule und für Studenten. Und ich zeige euch hier nochmal ganz kurz, wie es so ungefähr aufgebaut ist. Ich werde jetzt erstmal den hier benutzen. Also das sind jetzt meine Studienplaner. Ich zeige euch nochmal ganz kurz. Hier ist noch so ein süßes Goodie. Also hier ist jetzt erstmal der klassische Studienplaner. So sieht jetzt zum Beispiel eine Monatsübersicht aus. Und es gibt so eine Reflexion. Ich finde es echt super toll gemacht. Und hier ist ein Jahresplaner. Das finde ich auch echt mega cool und voll die süße Idee. Und das hier ist der Studienplaner Pro. Und es gibt auch noch einen digitalen, den zeige ich euch gleich. Hier gibt es wieder die Wochenübersichten, Monatsübersichten und Achtsamkeitsübungen. Eine Semesterreflexion. Meinen Stundenplan habe ich noch nicht, den werde ich dann morgen übermorgen eintragen. Ich finde die Planer wirklich super toll, weil so viel auf Achtsamkeit und Selfcare geachtet wird. Und das sind ja auch genau die Themen, die ich hier so oft anspreche. Und gerade bei Leistungsdruck und Noten ist halt super wichtig. Und die Planer geben einem hier eine kleine Hilfestellung und erinnern daran, auf sich selbst zu achten. Und man kann sich damit einfach super organisieren. Und da könnt ihr auch selbst entscheiden, ob der analoge oder digitale Planer besser zu euch passt. Beim digitalen Planer gibt es auch wieder alle Übersichten und tolle Reminder und Übungen. Die Planer sind datiert und am besten kann man sie am Tablet nutzen. Also hier gibt es zum Beispiel einen Einführungskompass. Da wird erstmal erklärt, was euch im Planer erwartet. Man hat viele Möglichkeiten zum Reflektieren und kann sich selbst Fragen stellen und generell so ein bisschen sein Verhalten zum Beispiel hinterfragen. Man kann sein Jahr planen, um alles im Blick zu behalten. Und es gibt auch kleine Texte, die einen aufbauen, wenn man vielleicht Zweifel hat, unsicher ist oder gestresst. Und es gibt einfach so viele schöne Details und Übungen. Guckt euch den Planer also unbedingt an, wenn ihr einen braucht. Und Lebenskompass arbeitet auch mit Eden Project zusammen. Wenn ihr also eine Bestellung abgebt, wird ein fester Betrag gespendet. Und so werden Bäume gepflanzt, Arbeitsplätze in ärmeren Ländern geschaffen und Lebensraum für Tiere. Also hier habe ich jetzt angefangen, meine Termine einzutragen. Hier zum Beispiel für August bei meiner Ersti-Woche. Also ist echt super süß gemacht. Schaut unbedingt vorbei. Ich schreibe euch nochmal den Code hin. Und mit dem Code 10Jenny bekommt ihr nochmal 10% Rabatt bei den ganzen Produkten. Es gibt auch noch viele andere Sachen. Schaut also unbedingt mal vorbei. Ich verlinke alles nochmal in der Infobox und ich hoffe, es gefällt euch. Okay, machen wir weiter. Was ist das nächste? Ist ein bisschen uninteressant, aber ich habe immer einen Kamm dabei, weil ich hasse es, wenn meine Haare so frizzelig werden und wenn da so Wind ist. Also der ist jetzt auch immer in meiner Tasche. Ich habe jetzt so einen normalen, es gibt ja auch diese Tangle-Teaser. Ich habe meinen Tangle-Teaser einfach verloren, das ist der Grund. Dann habe ich immer so eine Tasche dabei, also das hier sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, weil die nicht so frisch aussieht, aber die ist sauber, also ich schwör's. Und da sind zum Beispiel auch mal Masken drin, Taschentücher, ich kann es gleich nochmal einblenden. Was noch? Riegel, den habe ich hier nochmal, den wollte ich noch reinmachen, habe ich mir geholt. Der ist jetzt von Raw Bite Peanut. Genau. Ich finde es halt super praktisch, Proteinriegel für unterwegs zu nutzen, weil wenn ich dann irgendwie Hunger kriege und dann nichts finde oder jetzt nicht extra nochmal so ein richtiges Essen kaufen will, dann ist es halt super praktisch. Also habe ich immer mindestens einen Proteinriegel dabei und das hat sich bisher immer bewährt. Dann habe ich meinen Schlüssel nicht vergessen. Ich bin jetzt auch allein nächsten Monat, deswegen muss ich da unbedingt dran denken. Ich mache den vielleicht auch nochmal in diese Notfalltasche rein, wo alles Mögliche drin ist. Und dann habe ich den auf jeden Fall immer, weil wir haben mehr als einen Schlüssel. Dann habe ich diese Tasche hier. Also da ist jetzt einmal so eine Lippencreme drin und noch eine Maske. Immer viele Masken dabei, weil ich ja mit dem Zug fahren muss. Ich glaube, in der Uni ist jetzt keine Maskenpflicht. Genau, und da mache ich eigentlich dann immer so mein Handy rein. Also so passt es eigentlich ganz gut, weil ich habe ja meine Wasserflasche, mein iPad dann. Und so, je besser geschützt es ist, also je besser das geschützt ist, desto besser. Nee, warte, stopp. Mehr, desto besser. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe lieber halt noch meine Tasche drum. Auch wenn es natürlich nicht so 100% wasserdicht ist, aber es war meiner Schwester schon passiert, dass ihre Wasserflasche ausgelaufen ist. Deswegen, ich hoffe, das passt soweit.
Dann habe ich ein iPad gekauft. Erstmal so ein Apple-Pencil noch dazu. Der ist hier drin. Dann habe ich halt von meinem Dad noch, also dieses Magic Keyboard. Ich muss mal gucken. Vielleicht verkaufe ich das auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das brauchen werde. Und ich möchte hier nochmal kurz an der Stelle sagen, ich habe dafür jetzt quasi mehr Geld ausgegeben fürs iPad. Und mir auch so halt diese Pro-Version geholt, weil ich durch Social Media halt extrem viel Speicher brauche. Und ich habe halt so gedacht, entweder kaufe ich mir jetzt halt wirklich so ein richtig einfaches iPad und nutze es dann auch wirklich nur für die Uni. Oder ich gucke halt so ein bisschen so mit einem Blick in die Zukunft, dass ich schon mal ein iPad habe, auch für die Social Media Sachen. Weil momentan reicht mir das mit dem Laptop vollkommen. Also ich habe da so iMovie und meine Videos und so weiter. Aber Speicher ist schon knapp und es schadet halt nicht. Also ich möchte sowieso halt mit Social Media noch so weitermachen in Zukunft. Und da stehen noch ein paar Projekte an. Auch mit Etsy zum Beispiel. Und da wäre es halt einfach praktischer. Also das wollte ich nochmal dazu sagen. Ich hatte mir auch ein iPad Air, glaube ich, war das. Vollkommen so ausgereicht. Genau. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall das iPad hier. Ich muss es noch auspacken. Okay. Und dazu habe ich übrigens noch eine Hülle bestellt. Also so eine rosafarbene wollte ich. Auch angeblich wasserdicht. Ja, nochmal zum Schutz quasi. Brauche aber noch, ich überlege gerade, also wenn ich das Magic Keyboard halt nicht benutzen will, brauche ich halt eigentlich noch eine Hülle. Oder kann man es auch abmachen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist von meinem Dad, nicht von mir, also ich habe das nicht bestellt. Also so sieht es aus. Sehr groß finde ich, aber ich hoffe, es ist nicht zu groß. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Ich meine, wenn es nicht passt, dann kann ich auch nochmal gucken, aber ja. Es ist halt eigentlich schlauer wegen Social Media, wie gesagt, dann habe ich das so alles in einem. Und ich habe schon mal ein bisschen geguckt, ich habe es ja auch in anderen Videos erwähnt, dass ich da mit GoodNote schon angefangen habe, Lernzettel zu machen, um so zu gucken, so passt das für mich, will ich das machen? Und ich weiß halt, bei meinen Abi-Zetteln war das der Fall, dass ich da halt, also zum Beispiel, wenn ich da Mindmaps gemacht habe, ich liebe halt Mindmaps, dann habe ich das halt irgendwie vielleicht manchmal zu weit rechts gemacht, hatte links keinen Platz mehr zum Schreiben und dann habe ich einfach ein neues Blatt genommen, was halt richtig unnötig war. Aber ich bin damit einfach nicht klargekommen und habe sie dann am Laptop gemacht. Aber das ist halt sehr, sehr mühsam gewesen. Es hat halt total lang gedauert. Dafür konnte ich aber halt immer wieder Sachen anpassen. Deswegen wäre das mit dem iPad jetzt eigentlich praktischer. Und noch eine Sache, die mir eingefallen ist, ist mein Mäppchen quasi. Also einmal für den Planer und auch sonst für Notizen. Das Licht ist wieder weg. Da kann ich euch nochmal die Stifte einblenden, die ich so nutze. Ich habe da halt eigentlich so ähnliche Sachen wie in der Schulzeit, so meine Marker. Verschiedene Farben und Bleistift und nicht Kuli, sondern diese schwarzen Fineliner. Und ich werde auch nochmal alles in der Infobox verlinken. Also wenn ihr da irgendwas nachbestellen wollt, schaut ja gerne vorbei. Ich mache das über Amazon Affiliate, das heißt, wenn ihr da jetzt irgendwas bestellt, kriege ich, glaube ich, auch einen kleinen prozentualen Anteil. Freut mich natürlich und wenn nicht, dann ist es auch egal. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut gerne bei weiteren Videos vorbei. Und auch unbedingt bei Lebenskompass. Ich finde die Planer wirklich richtig toll und dann bis zum nächsten Mal.